Ach, leck mich doch. Immer lieber die Prostituierten. Tu mal lieber die Prostituierten. Tu mal lieber die Prostis. Die Prostis in die Post. Die Prostis in die Post? Tu mal lieber die Frostis. Hallo, ganz ehrlich. Es muss voll schön sein, Helge Schneider zu sein. Ohne Witze, du kannst ein Lied machen, du kannst da Wörter sagen, die völlig ohne Zusammenhang stehen. Die Leute finden es geil. Ja, wow. Waschmaschine und Lavalampe machen mir viel Spaß. Ja, manchmal ist eigentlich voll die Frechheit, dass seiner Geld verdient. Ja, echt mal. Voll der Schnorrer, ey, ohne Witz. Was, wie geht der Sprung? Nein! Och Mann, was ist denn da los, ey? Irgendwie soll das noch nicht. Mama, tu mal die Möhrchen. Ich glaube, Helge möchte uns mit jedem Lied eine gewisse Message irgendwie, ja, ich sag mal, ne? Irgendwie. Boah, ey, jetzt häng ich hier so ewig an dieser Kacke. Ja, tut er ja wirklich. Ich meine, tu mal lieber die Möhrchen, ist halt nur Marsch daran, dass du lieber vegetarisch essen sollst. Und, wie gesagt, Marihuana ist nicht gut, ist halt ein Lied gegen Drogen. Ja, er sagt ja selber, kriegst du Kopf aus Pappe. Was? Ja, er sagt auch, Marihuana ist nicht gut für die Futter. Ob er jetzt die Füße meint oder das Futter, weiß ich nicht. Ja, gute Kunst lässt immer Spielraum für Interpretation. Das stimmt. Ja, das Geile ist, dass man dann auch schlechte Kunst bewerten kann. Mama, tu mal die Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Boah, das ist doch echt scheiße, ey. Ma, da war ich schon so weit bei der Challenge hier, ey. Und jetzt muss ich hier rumkrebsen, Alter. Das ist echt zum Kotzen. Mama, tu mal die Möhrchen. Bram hat's geschafft, Junge! Na, endlich. Boah, ist das nervig hier, ey. Boah, ist das nervig, ey. Jeden, ey. Boah, jeden. Ist das nervig. Kann ja nicht sein. Mama, tu mal die Möhrchen. Ja, ich sehe den Checkpoint. Da. Das ist das Leiterchen. Das ist das Leiterchen. Seriously? Aha. Aha. Warum nur, du geile Minecraft-Schlampe, hast du mich grad geswallowed wie Michael Jacksons Mutter? So, jetzt nochmal kurz durchatmen. Oh, in die Finger. Ah. Zieh dir mal einen durch, Mama. Ah, so, okay, weiter geht's. Heidi, ist Sprung! Solange so. Der in der Stille Erster ist. Ja. Sprung! Wer aber der Letzte, wer der Hammer dem Sprung! So, und jetzt? Der springt gerade. Auf jeden, Junge. LOL! Hallo, ach so, okay. Alors, on danse. Ja. Mit Leather Sisterhead? Alles klar. Kein Ding mal öfter. Mama, tu mal die Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Nein! Und dann sprintet der Wichser wieder nicht, ey. Boah, was ist denn das für eine Scheiße jedes Mal hier, ey? Könnte ich doch kotzen, Alter. Was für eine Scheiße. Bist du beim zweiten Checkpoint schon, Bro? Ja, ja. Ey, guck, wir gehen auch so weit wie Hardy. Ja. Ja, einen anderen Checkpoint gibt es dann, glaube ich, nicht mehr. Dann ist Feierabend. Meine Fresse, ey. Ich sprinte nicht! Dö. Aha. Boah. Ach, scheiße. Dieser scheiß Zäune, ey. Ey, das gibt's doch überhaupt nicht jetzt hier. Wieso sind auf der Welt so viele retarded Motherfucker? Kein Mensch weiß es genau. Außer Nicolas Cages Frauen. What? Hat man den Jay? Der findet Nicolas Cage auch so geil. Oh ja. Er preist ihn an. Er sagt. Scheiße.
So. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht so mega schwer. So, und jetzt. Nächster Checkpoint, alles klar. Let on the side. Jetzt Z, Peter. Boah, alter Vater, ey! Und da jetzt hin! Ma! In your face, Bitch, ey, ganz ehrlich. Oh, ja. H-D-I. H-D-I. Ja. Du geile Sau. Ja! Ich glaube, er hat's geschafft. Er ist nur so glücklich. Oh nein! Vorletzter Sprung! Boah, nee! Ach komm, Bram. Wäre lustig gewesen. Boah, nee, ey. Ätzend einfach nur. Ätzend? Boah, nee, das kann echt nicht sein, ey. Weißt du, dann sprintet die Fickfigur hier aus diesem beschissenen, dreckskack programmierten Game einfach nicht, ey. Echt zum Kotzen, Alter. Wo muss man denn hier hin? Boah, jetzt mach doch mal hin, Peter, ey, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach so. Oh, scheiße. Ey, ganz ehrlich, wieso sprintest du denn nicht, du Motherfucker, ey? Mann! Könnte ich doch kotzen, Alter. Echt, das ist so nervig manchmal in diesem Wix-Game, ey. Ja, da sagst du was, du geile kleine Nutte. Zweimal jetzt den Sieg verfehlt, ey, weil diese Pissfigur nicht sprintet. Boah, Mann, ey. Ja, bald, ne, Next Adventure Map ist auf 1.4. What? Ja, 1.7, sorry. Die nächste Adventure ist nämlich auf 1.4. Yeah! Nein, scheiße. Lol, oh mein Gott. Meine Fresse. Boah, jetzt so langsam richtet mich aber auf hier, aber ganz ehrlich. Muss ich mal ganz einfach sagen. Alloy, hol, molla, malucken. Die geilen Molucken, die sind überall. Sie essen gerne Brötchen mit Nutella, yeah. Ja? Keine Ahnung, ich mache noch Helge Schneider. Helge Schneider, Junge. Sprung! So, okay. Sprung! Ah, oh, ja. Den Helde Sprung! Oh. Sprung! Oh. Ich will echt nichts sagen, Hardy. Puh. Weil wir sind eine Minute los, oder? Ja, bis dahin habe ich das geschafft. Nein! Ich bezahle das. Boah, Mann, ey! Boah, Bram, ey! Wieso musst du denn in einer Minute los, weil du so ein scheiß Motherfucker bist einfach nur? Ja, tut mir leid, ich hab vorgefragt, da sagtet ihr, das geht klar. Dann nee, das geht jetzt nicht klar! Ja, jetzt ist vorbei. Das hättest du vorher sagen müssen. Ma, ey. Man ist doch echt kack jetzt, Alter. So, komm, last try jetzt aber hier. Ja, einen noch. Ja. Boah, ich bin jetzt gerade so im Flow drin, ey. Wenn wir das jetzt unterbrechen, dann verkacke ich nächstes Mal nur. Ja, das kann natürlich sein, aber ich werde mich jetzt trotzdem jetzt verabschieden. Ja, warte. Nee. Ja, gut. Peter, dann machen wir jetzt noch eben kurz sprechen weiter. Sprechen wir uns um 13.30 Uhr, Bram, ja? Wir sprechen uns um 13.30 Uhr, ja. Rufst du mich in die Konferenz dann mit rein? Okay, alles klar. Ja. Bis später. Also, ich logge mich jetzt aber nicht hier auf der Leiter aus. Ja, du wirst jetzt einfach gleich gekickt von der Leiter. So, ich logge mich hier aus. Ja, hier kann ich mich von mir aus ausloggen. Genau. Oder machen wir jetzt den Run noch zu Ende?
Ah, nee, das geht ja nicht. Wir können ja Bram voll bescheißen. So, ich bin jetzt runtergefallen. Ja, ich hab's ja auf Band. Ah, ja, stimmt. Ja, gut, nee, aber dann, nein, da, ist jetzt okay. Aber da du jetzt runtergefallen bist und ich hier sicher stehe, sag ich dann, ja. Geht gleich weiter für euch. Bis dann. Peter, eigentlich darfst du überhaupt gar nicht weitermachen, bevor ich nicht wieder da oben bin. Ah, ja, ja. Du hast es außerhalb der Aufnahme gemacht. Ja, hallo. Ja, nicht, ja. Selber schuld, warum hast du die Aufnahme nicht weiterlaufen lassen? Und warum hast du dich einfach dahinter versteckt, du Mongo? Ja, wieso hast du nicht aufgehört zu schlagen, du Bastard? Du musst es mit mir spielen. Du hast doch angefangen, du. Boah, ich wollte fast sagen, ey. Aber du bist dann nicht weggegangen. Du hast es drauf ankommen lassen. Ja, ja. Und irgendwann hast du dann halt die Rechnung dafür kassiert, Junge. Und jetzt darfst du, eigentlich darfst du ja gar nicht weitermachen. Du hast es drauf ankommen lassen. Ja, irgendwie musste ich mich ja wehren, du komischer Typ, ey. Nee, du hättest doch einfach hinter der Ecke stehen bleiben können und dann wäre überhaupt nichts passiert. Warum nicht? Nee, weil du nicht hättest machen müssen. Das ist voll die Begründung, Alter. So, und Dennis, gute oder schlechte Nachrichten? Sehr durchwachsen. Okay, also, hammergeil. Ich glaube, Sony wird Spaß haben. Na, wobei, ich krieg gleich nochmal einen Call aus Frankreich. Ja, hast du ein paar geile französische Lutschnutten bestellt, die nicht angekommen sind? Auf jeden Fall, Junge, das ist richtig geil. Letztens standen ja wieder hier vor der Tür und wollten wissen, ob die mich umsonst einen blasen dürfen, weil die da kommen, die mir eins zacken. So, Peter, jetzt bin ich nicht mehr sauer auf dich, weil jetzt habe ich jetzt selber verkackt. Okay, also ich bin wie Podrick aus Game of Thrones. Also richtig krass behangen. Oh ja, wenn ich im Puff gehe, kriegst du dann halt Geld zurück, Junge. Und auch drauf. Von den Nutten. Ach ja. Oh Mann! Wie lange habt ihr denn gestern noch DayZ gespielt? 3 Uhr. Also kein Nachbar. Nö, ehrlich gesagt nicht. Kann nix. Und dann doch noch so lange gespielt, dann hab ich das direkt wieder weggeschmissen. Ja, wobei, beziehungsweise, ich hab bis 3 Uhr geschnitten, also nicht ganz bis 3 Uhr gespielt. Also ist aber die Standalone-Version, kann man nicht so wirklich die ist halt nennen. Early Alpha und den Namen hat die schon verdient, sag ich mal. Ja, mit richtig Premium-Animationen und so. Die Animationen sind besser. Was kannst du denn machen, außer laufen, ist für mich so die Frage. Ja, nix. Weißt du, in einer Stunde habe ich einen Zombie gefunden und fast keinen Loot. Und es gibt keine Autos mehr. Du meinst, es gibt noch keine Autos? Es gibt noch keine Autos, ja. Aber aus der Perspektive des gepflegten Mod-Spielers sind die Autos ja jetzt quasi erstmal weg, obwohl man die schon gewöhnt war. Ich finde das so krass, ey, ohne Spaß. Ich hätte mir niemals die Blöße gegeben, eine Version rauszubringen, die hinter dem Mod hängt. Ja, die schon. Für 24 Euro. Ja, und zwei Bescheuert haben schon gekauft. Ja, sogar noch ein paar mehr, ehrlich gesagt. Aber ist doch nichts Neues bei der Early Access-Welle. Der ist auch nichts Neues in der. Die Entwicklung ehrlich gesagt ziemlich peinlich finde. Kann ich das ja trotzdem scheiße finden. Ja, Hadi, du kannst ja hingehen und sagen, nö, ich warte. Ich warte und guck, ob das Spiel gut wird. Ja, aber dann ist doch. Ja, okay, ja, aber ich finde das schon irgendwo ein bisschen. Gerade in diesem Fall jetzt. Ich sag mal, sowas wie Starbound oder so, weißt du, wo du dann so ein paar Unbalancing-Sachen hast, okay, aber wenn man wirklich so ein Spiel rausbringt, wo du fast noch gar nichts machen kannst, ist das doch voll die Abzocke. Ja, du kannst was machen. Du kannst halt die komplette Welt bereisen. Ferneros haben die halt krass überarbeitet und das ist sogar richtig cool geworden. Fast alle Gebäude sind mittlerweile begehbar. Oh. Endlich. Ja, und es ist nichts drin zu finden. Aktuell, ja, es gibt Loot, aber wir haben irgendwie gestern keinen gefunden. Und gestern waren halt nur Nachtserver online, weil halt ja wieder dieses Real-Life-System ist, weil gestern Nacht war, als wir aufgenommen haben, war auch auf den Servern überall Nacht und das war gar nicht so einfach, weil das ganz schön dunkel war. Wobei das ganz cool ist, aber wenn eh keine Zombies da sind, ist das natürlich nervig. Achso, das hat so ein Echtzeit-Ding, oder wie? Ja, hatte das. Je nachdem, wo die Server stehen, ja genau, ist dann entsprechend auch Nacht oder Tag. Ja, das ist natürlich mega Premium. Ach, scheiß doch den Niaugang. Ich muss sagen, diese Early Access-Welle macht mich mittlerweile teilweise ein bisschen fertig. Vor allem aus unserer Let's Play-Sicht, weißt du? Weil normalerweise holst du einen Early Access oder so. Wie zum Beispiel jetzt über das aktuelle Spiel, wo wir jetzt gerade intern diskutieren ein bisschen. Was noch nicht feststeht. Und gehen wir mal davon aus, eine volle Erlaubnis, alles zu zeigen. Ja, dann weiß ich jetzt schon, dass ich dann fertiges Spiel niemals spielen werde. Ja, deswegen gibt es wahrscheinlich.